Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ganz, ganz oft angefragt war mal wieder ein Follow-me-Round von meinem Stallalltag. Das möchte ich heute für euch umsetzen und ich hoffe, dass es mir gelingt, weil meine Mama muss das filmen. Und deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal ein bisschen mit. Ich werde in der Halle rein. Die Mama hat die Hand voll, die kommt nicht die Tür rein. Ich werde ein bisschen in der Halle heute reiten, weil draußen kann ich bestimmt nicht reiten. Obwohl, hier sind ja Hindernisse aufgebaut. Naja, wir gucken mal, was wir machen. Und jetzt gehen wir erstmal den Dianiro fertig machen. Immer mal was anderes mitbringen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade hier angekommen. Meine Frisur sieht ein bisschen wild aus, weil ich mir hier meinen Pony so weggesteckt habe und der alles rausfällt. Muss ich gleich nochmal neu machen. Und ja, jetzt fangen wir mal an zu putzen erst. Mama kommt auch hinterher getrottelt. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Guten Tag. Oh, was ist denn das? Oh. Die Chefin kommt und räumt mal auf hier. Hallo. Hier ist ja richtig was los hier. Hi. Oh, beinahe hättest du dir meinen Kopf gestummt, du Depp. Hallo. Na? Ich krieg dich gar nicht ganz drauf. Nur die Nase. Boah. Ach, du bist vielleicht ein Depp. Au. Gut, der sieht ein bisschen wüst aus, nicht wundern. Aber damit geht es ja auch sehr gut eigentlich aus, wenn man hier die Haare halt
einfach mal so drüber geht. Wir haben hier schon Tare drin, aber falls ihr irgendwie ein Geheimtipp habt, womit es auch gut geht oder vielleicht noch besser damit, schreibt es gerne mal rein. Ich bin immer offen für uns. Weil mir die leider zu groß geworden sind. Mama fällt meine Füße, wer hat mich hier erzählt? Meine sind mir beide zu groß geworden, sowohl die hellgrauen als auch die schwarzen. Also meine, die Schnürung hat sozusagen schon so überlappt und das sah halt einfach nichts aus. Und jetzt haben wir, meine beiden habe ich wieder verkauft oder der Doreen quasi abgegeben und jetzt hat sie mir zum Übergang mal ihre geschickt, dass ich die anziehen kann, bis meine dann eben fertig sind. Nur zur Erklärung, falls ihr euch jetzt fragt, was das für Stiefel sind. So. Dauert alles ein bisschen länger hier mit dem Schnüren, aber man gewöhnt sich dran. Wenn man irgendwann Übung kriegt. Die Doreen hat sie auch selber noch nicht so oft angehabt, wie man sieht, oder eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt die Damiana Röckinge. Dazu sagen. So, also wundert euch nicht, auch das ist nicht mir. Ich habe ja heute nur fremde Sachen gekauft. Das ist der Sattel von meiner Trainerin, die Voltaire-Sattel. Und der Diamiro läuft einfach, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber um Welten besser als mit meinem eigenen Sattel. Deswegen habe ich mir den jetzt wieder mal geborgt, weil ich einfach mal testen will, ob es beim zweiten, dritten Mal mit dem Sattelreiten immer noch so ein Unterschied ist, weil das kann ja manchmal auch einfach so eine Momentsache sein. Aber so wie ich das sehe, scheint der Diamiro den Sattel lieber zu mögen, als den wir momentan drauf haben oder den wir schon seit Jahren eigentlich drauf haben. Ja, aus dem Grund habe ich den jetzt drauf und mir den wieder mal geborgt und dann gucken wir mal, wie es heute ist. Und ja, wenn das jetzt über einen längeren Zeitraum alles immer noch so viel besser ist, dann muss ich mir wohl überlegen, ob nicht auch so ein Sattel bei uns einzieht. Ja, aber so lange muss der noch von der Heike hier halten. Nicht so an den Sattel gibt.
gehen jetzt mal eine Runde Schritt außen rum und dann sehen wir uns in der Halle gleich wieder. So, mittlerweile befinde ich mich auf dem Pferd. Habt ihr ja gerade gesehen, dass ich weggeritten bin. Und wir drehen unsere Schrittrunde außen herum. Gehen wir hier auf die Wiese, da kommt ein Auto. Ja, das mache ich eigentlich immer vorm Reiten, dass ich nochmal außen rum irgendwie draußen eine Runde gehe, auch wenn es kalt ist und eklig. Das hält einen alles nicht davon ab, nochmal, oder dunkel. Das hält einen alles nicht davon ab, nochmal eine Runde außen rum zu gehen. Wenn es halt dunkel ist, gehe ich meistens nur ein bisschen um die Stallgassen rum. Aber irgendwie, dass man halt wenigstens mal, wenn es nur ein bisschen ist, an der frischen Luft mal Schritt ein bisschen geht und nicht gleich in die Halle. Das mache ich eigentlich immer ganz gern, gerade am Wochenende, wenn man einfach ein bisschen mehr Zeit hat und Ruhe als unter der Woche. Dann gehe ich schon auch mal eine größere Runde außenrum. Gottes Willen, den Zungenbrecher. Ja, und so sieht es hier aus. Da ist der Stall, da gehen wir jetzt wieder zurück. Ich bin jetzt schon ein bisschen Ründchen geritten und dann, ja, gehen wir jetzt mal in die Halle und werden ein bisschen was arbeiten. So sieht übrigens der Sattel von oben aus. Da klemmt mein Handschuh gerade dazwischen. Ja. Dann geht es jetzt gleich. In kurzer Hand entschlossen bin ich jetzt doch auf dem Dressurplatz gelandet, weil ich habe mir den vorhin, als wir angekommen sind, gar nicht angeguckt, ob er unter Wasser steht, weil es hat schon noch ein bisschen geregnet, aber der sieht super aus, wie ihr sehen könnt. Deswegen freue ich mich gerade voll, dass ich jetzt hier schön draußen reiten kann und gar nicht in die Halle muss, weil da sind nämlich auch ein paar Leute. Hinten auf dem Springplatz sind auch heute ein paar draußen unterwegs, der sieht auch gut aus, aber da wir ja heute nicht springen, sondern Dressurreiten, bevorzuge ich natürlich den Dressurplatz. Und der sieht echt ganz gut aus. Also, ja, schauen wir mal. Ein bisschen nass ist er zwar schon, aber das macht jetzt nichts. Ja, deswegen reiten wir doch draußen. Ich hoffe, meine Mama findet mich gleich. Die wird mich jetzt erstmal in der Halle gleich suchen. Aber das kriegen wir schon hin. Fertig für heute. Die Amiro ist geschwitzt bis zum geht nicht mehr. Ja, vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung. Ich reite im Moment eigentlich recht wenig Lektionen, viel vorwärts, abwärts, weil er sich die letzte Zeit sehr im Rücken festhält oder festgehalten hat. Und jetzt ist es halt erstmal wieder so meine Aufgabe, ihn locker zu reiten und nach unten, dass er den Rücken öffnet und schön nachgibt vorne. Und deswegen ist im Moment an Lektionen da sowieso nicht zu denken, weil wenn die Grundbasis nicht stimmt, braucht man mit Lektionen gar nicht anzufangen.
Und ja, das ist so ein bisschen der Grund, weshalb ich da momentan einfach nur viele Übergänge versucht zu reiten und vorwärts, abwärts und schön vorwärts im Galopp und im Trab ihm zu schicken, dass er halt auch mal wieder so ein bisschen zieht. Und ich glaube, das hatte auch viel mit dem Sattel zu tun, dass ihn da irgendwas gedrückt hat bei meinem, weil ich merke mit dem schon einen deutlichen Unterschied, dass er halt einfach mal wieder zieht und wenn ich ihn anpacke, dass da halt auch mal eine Reaktion kommt. Das war halt mit dem anderen gar nicht mehr so und da wird wahrscheinlich, oh, da ist was Gefährliches im Busch. Und da wird wahrscheinlich einfach irgendwas geklemmt haben. Und jetzt muss er sich halt auch erstmal wieder so ein bisschen umgewöhnen, sage ich mal. Oder merken, dass es vielleicht auch mit dem Sattel besser ist. Und ja, dass ihm das gut tut, wenn er halt loslässt, den Rücken aufmacht. Deswegen ist es momentan vielleicht nicht ganz so spannend, Reitausschnitte zu sehen. Aber ja, ich denke, das gehört auch mal dazu, dass man so eine Phase eben einfach mal hat. So, wir sind fertig. Ich bin wieder von meiner Runde zurück. Die Amiro ist mittlerweile schon abgesattelt und ich habe auch schon alles wieder aus, wie er hier eingepackt steht. Aber so Decken sind eigentlich ganz praktisch, weil wenn man die in die Box damit stellt und die sich wirklich mal wälzen, können die sich halt nicht mit irgendwelchen Schnallen verletzen. So, Mama hat auch schon Futter gemacht. So sieht es hier aus, sein Festmahl. Na toll, ich bin natürlich auch schlau. Da ist auf jeden Fall noch Öl mit dabei, Karotte, Hagebutten. Hafer hat er jetzt schon bekommen und Box ist auch gemacht. Hat auch natürlich auch schön sauber gemacht. Das macht ja immer die Mama, während ich reite. Deswegen konnte ich euch das jetzt leider nicht zeigen. Aber wenn wir zu zweit unterwegs sind, wie sehe ich denn überhaupt aus? Oh je, Mini. Sehr schön. Aber wenn wir zu zweit unterwegs sind, dann macht das halt immer die Mama. Das ist ganz praktisch. Ich glaube, ich drehe die Kamera lieber wieder um. Ich sehe nämlich nicht schön aus. Da müsst ihr das Elend nicht ertragen. Genau, und somit sind wir dann halt auch immer ein bisschen schneller, als wenn meine Mama nur alleine hier ist oder ich alleine. Ja, so sieht das aus, so ein Stallalltag bei uns. Oh, hier da steht total betröppelt. Ja, jetzt machen wir Diamiro noch ein bisschen fertig, damit er dann in die Box kann. So, Diamiro steht mittlerweile in der Box. Man sieht ihn gar nicht, wegen den ganzen Decken. Achso. Im Moment machen wir dem kleinen Warmduscher immer sein warmes Wasser hier rein, weil wir hatten es eine Zeit lang mal, dass die Tränke hier eingefroren ist, weil der Diamiro die neueste Angewohnheit hat, das Wasser bis hier oben hin reinzufüllen und stehen zu lassen. Dann friert das natürlich ein, wenn es kalt ist. Deswegen hatten wir ihm zusätzlich hier halt immer einen Wassereimer hin mit ein bisschen warmem Wasser und der ist auch jeden Tag dann leer gesoffen. Also kleiner Warmduscher. Lauwarmes Wasser scheint ihm zu schmecken oder gut zu gefallen. Aber momentan friert es ja eigentlich nicht mehr unbedingt zu. Aber wir haben gedacht, naja, irgendwie scheint das zu mögen. Und deswegen hängt auch hier dieser Eimer. Also nicht wundern. Ja, Diamiro, lass dir schmecken, Fatma. Ich wollte euch gerade den Sattel nochmal so zeigen. So sieht er auf jeden Fall aus, wenn ich nicht drauf sitze. Der ist jetzt halt dunkelbraun. Ja, genau. Und ist auch sauweich, also echt richtig bequem. Und jetzt habe ich ihn nass gemacht. Den hänge ich jetzt erstmal wieder zurück. Und wollte ich gerade noch was zeigen. Moment, gehen wir mal in die Sattelkammer. ja, genau. Ich wollte einfach mal kurz wieder mal einen Schwenk hier reinmachen, aber eigentlich hat sich nicht wirklich viel verändert. Sieht eigentlich immer noch aus wie gewohnt. Hier hängen meine Trensen, Gamaschen, Bandagenfach, Schabrackenfach. Da ist auch nicht wirklich Neues dazugekommen, bis auf die ich heute drauf hatte. Dazu eigentlich auch noch die passenden Bandagen, aber ich habe im Moment sehr gerne die HKM-Gamaschen drauf. Ja, aber ansonsten hat sich im Spind nichts getan, weil ihr ja immer mal nach einem Spind-Update fragt oder Schabracken-Update. Aber eigentlich ist es noch so wie gewohnt. Müsste mal wieder aufgeräumt werden und sauber gemacht werden, aber das mache ich dann im Frühjahrsputz, wo es sich dann auch richtig lohnt. Ja, und so sieht es hier halt aus. Mein Sattel wie gewohnt auf der Seite. Ja, so ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit dem Video bzw. dem Follow Me Around. Wir sind jetzt fertig und fahren jetzt wieder nach Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal wieder vielleicht nicht ganz so viel, aber ja, ich denke, es hat gereicht. Das war auf jeden Fall so heute unser Tag und die Heike hier? Nein? Na gut, ich sollte vielleicht auch gerade ausgucken, wenn ich laufe. Und ja, auf jeden Fall
war's das und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!